Normalerweise werden Jubilare beschenkt. Nicht so der Kur- und Verkehrsverein St. Andreasberg. Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens hat er der Stadt eine großartige Ausstellung geschenkt. Der fantastische Cartoonist Wolf-Rüdiger Marunde präsentiert in der Rathausscheune der Bergstadt vom 20. Juni bis 18. Juli 2010 mehr als 100 seiner Werke unter dem Motto Geölter Witz. Unsere Ehe ist mittlerweile emotional total verarmt. Findest du nicht, Schatz? Ich hab Angst vor dir. Das sind sehr starke Emotionen, Liebes. Der Backautomat blinkt und auf dem Monitor steht Rosinen zugeben. Aber wir haben keine Rosinen. Ich gehe mal zu Google und suche nach Rosinen. Bestimmt kann man sie irgendwo im Netz downloaden. Ein Hofastrologe in Deutungsschwierigkeiten. Für einen älteren Herrn ist diese Krawatte entschieden zu lebhaft. Ich denke, vor dem Abendbrot bin ich wieder zurück. Dr. Kurowski muss mit uns über die Grenze fahren, weil die Fettwegspritze hier nicht zugelassen ist. Woher soll ich denn wissen, dass das keine Bäume sind? Wir Biber sind extrem kurzsichtig. Okay, erst mal untertauchen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Okay, ich hab den Storch. Normalerweise spielen Katzen noch ein wenig mit ihrer Beute, bevor sie sie verzehren. Das war dein bester Hirschruf. Da wird sicher gleich ein kapitaler Kamerad auftauchen.